Kommen wir nun zur Reinigungsposition für den Messkolben. Als erstes wird die Geschwindigkeit wieder über das Poti auf langsam gestellt. Jetzt wird über den linken W-Schalter das Gewicht auf den Wert von ca. 700 eingestellt. Eine leichte Differenz ist hierbei zu vernachlässigen. Jetzt wird der rechte W-Schalter zur rechten Seite gedrückt gehalten, bis die Maschine wieder in der Reinigungsposition selbstständig stehen bleibt. Wir öffnen jetzt die hintere Haube des Abwiegers und können über den Entriegelungshebel den Arm nach oben klappen. Jetzt wird der Messkolben vorsichtig entnommen. Nachdem dieser mit warmem Wasser gereinigt wurde, kann er eingeölt wieder eingesetzt werden. Jetzt wird der Arm wieder heruntergeschwenkt und über den Hebel eingerastet. Haube wird geschlossen, die Maschine kann wieder in Betrieb genommen werden. Die Reinigung des Messkolbens sollte nach jeder Produktion bzw. Schicht erfolgen.